Willkommen zurück zu Legend of Mana. Ich mache hier ganz kurz das mit dem, genau, Begleiter. Mit dem Kaktusfratz. Und jetzt müssen wir die Obstprophetin finden. Und ich habe kein bisschen Ahnung, wo die sein könnte. Ja, weil, es gibt ja auch gar keinen Hinweis, ne? Ich brauche einen Begleiter. Und, ja. Wo bekomme ich jetzt einen Begleiter her? Ich brauche also einen festen Begleiter und ich muss jetzt eine Obstprophetin finden. Im Dschungel, Knochenfeste, Hafen, Turm, Mine, Strand. Kilmersee. Ich gehe wieder nach Dominia. Ich war ja noch nicht überall anscheinend. Ich meine, alleine, wir haben schon zwei Aufgaben alleine jetzt in Dominia bekommen. Jetzt gehe ich mal rechts lang. Was haben wir hier? Ich habe gehört, dass hier Banditen im Unwesen treiben. Wenn du jemanden verdächtigst, sag mir Bescheid. Die Göttin verkündet, und die Mana-Energie. Nee, das ist es auch nicht. Er ist mir nie wirklich eine Hilfe. Ah, halt, wartet. Hier haben wir doch einen Markt, ne? Soll ich dir die Zukunft vorhersagen? Ja. Das macht dann 10 Lucre. Ich spare für meinen Ruhestand, also keine Lucre weniger. Ja. Vitamine, Carotine, Kalium, Ballaststoffe, Polypheno. Polypheno. So, Polypheno, Polypheno. Die Vorhersage lautet: ein roter Blütling, ein blauer Schüler und ein Silberpilz. Was soll das wohl, was das wohl bedeuten könnte? Super, nee, du hilfst mir jetzt nicht weiter. Toll. Hallo, ich rede mit dir. Oh, dieser nichtsnutzige Ehemann. Er verbringt jeden einzelnen Moment des Tages mit ihr. Ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll. Es ist einfach zu viel, aber man hört er schon auf mich. Ha. Oh, du hast ja einen tollen Modegeschmack. Wo kaufst du denn ein? Das sieht richtig dufte aus. Oh, hier, das ist für dich. Nimm sie mit und sieh ihn dir zu Hause an. Gegenstandsenzyklopädie, na super. Ich heiße Nicolo, ich bin ein fliegender Händler, aber ich habe ein Problem. Auf der Landstraße wimmelt es von Räubern. Es ist zu gefährlich, das Städtchen zu verlassen. Meinst du nicht? Ja. Vernünftige Leute wie wir sollten hier bleiben, wo es sicher ist. Wenn ich Nein sage. Du scheinst mutig zu sein. Wegelager sind schließlich schlecht fürs Geschäft. Wir sollten diese Räuber eine Lektion erteilen. Wenn wir mit ihnen fertig sind, mache ich dich reich. Ja. Du würdest einen guten Söldner abgeben. Ich mag Leute, die Geld zu schätzen wissen. Ich muss nur kurz bei TK vorbeischauen. Ich will, dass du mitkommst. Okay, wo ist denn TK? War TK hier? Nein, du warst nicht TK. Du TK? Na, wenn das nicht Nicolo ist. Moin! Wie ist es dir ergangen? Hast du was Gutes dabei? Habe ich ja, aber ich kann mich einfach nicht davon trennen. Hey Nicolo, bist du hergekommen, um mich aufzuziehen? Hier, sieh mal. Dieses Rad habe ich auf der Landstraße aufgelesen. Es sieht aus wie ein gewöhnliches altes Rad. Weißt du was? Du hast recht. Ist nur ein altes Rad, nichts Besonderes. Mach's gut. Warte mal, selbst ich sehe, dass es kein gewöhnliches Rad ist. Ich nehme es. Wie viel willst du dafür haben? 50.000 Lucre, was? Nicolo, willst du meine Sammelleidenschaft ausnutzen? So viel ist das noch nicht wert, verdammt. Bring mir die 50.000 und es gehört dir. Bis dahin darf Truplace benutzen.
Nicolo, du alter Schlawiner, ich besorge das Geld. Gib mir das Rad einfach. Ich komme wieder. Du bist so herzlos. Okay. Ja, und jetzt müssen wir diese Wegelagerer finden. Ob die genau auf diesem Rad... Oh, ups. Ob die genau auf dieses Rad passen? Okay. Das heißt wahrscheinlich, es hat was mit dem Rad zu tun. Und mit dem Rad muss ich dann jetzt den nächsten Bereich freispielen. Wäre jetzt so meine erste Vermutung. Ding ist halt, dass ich das Rad jetzt sehr weit weg habe. Was es natürlich ein bisschen schwerer macht, die ganzen Aufgaben, ne? Ah, meine Augen. Die Landstraße. Die eigentlich zu uns so sein sollte, aber jetzt ist sie hier, ne? Hoffen wir mal, dass es kein Fehler war. Du kannst mich alles fragen. Allgemeine Kampftipps. Synchro-Effekte. Deine Synchro ist eine elektrische Anzeige oben auf dem Bildschirm, wenn du gegen Gegner kämpfst. Elektrische Anzeige? Ist ziemlich schwer zu erklären. Sie erscheint neben einer deiner Trefferpunkte anzeigen, wenn du im Kampf in der Nähe eines Freundes bist. Sie hat einen positiven Effekt und ist für jeden anderes. Deshalb hat man schließlich Freunde, oder? ST-Anzeige. Die Spezialtechnik-Anzeige füllt sich etwas, wenn du deinen Gegner triffst. Wenn sie voll ist, kannst du mit einer mächtigen Spezialattacke zuschlagen. Vergiss nicht, Spezialtechniken setzt du mit und ein. Cool, gar keine Grafik, ne? Natürlich kannst du deine Tasten und Knöpfe auch jederzeit neu konfigurieren. Ja. Hilfreiche Informationen. Gegner sind zu stark, es ist zu schwierig, wie kann ich gewinnen? Toll. Fähigkeiten. Kombos. Drücke A, um einen Schnellangriff auszuführen. Wenn du den Knopf mehrmals hintereinander drückst, löst du eine Kombo aus. Wie viele Angriffe eine Kombo umfasst, hängt von deiner verwendeten Waffe ab. Wenn du aber viele Angriffe ausführst, wirst du eine Weile lang bewegungsunfähig. Mit X kannst du ausführen. Mit starken Angriffen alleine lassen sich keine Kombos durchführen. Danach kannst du dich ebenfalls für eine Weile nicht bewegen. Zu guter Letzt kannst du deine Tasten und Knöpfe jederzeit neu konfigurieren. Was meinst du? Bist du ein guter Kämpfer? Ja. In diesem Fall kannst du versuchen, einen Schnellangriff-Kombo mit einem starken Angriff abzuschließen. Danach kannst du geheime Angriffe ausführen, aber die wirst du selbst herausfinden müssen. Die werden Spezialangriffe genannt, nur damit du es weißt. Probier mal einen aus, wenn du gut genug bist. Oh, eine Sache noch. Zwischen einem Schnellangriff und einem starken Angriff kannst du eine Aktionsfähigkeit einsetzen. Wenn du etwas herumexperimentierst, kannst du ziemlich beeindruckende Manöver ausführen. Was meinst du, bist du bereit? Ist total einfach. Das höre ich gerne. Denn du bist ja also halt eine Legende. Toll, jetzt dachte ich auch, was könnte ich da, ne? Heraus, aber egal. Ja, viel Erfolg. Also hier kriegt man dann mal endlich mal ein paar Informationen, die man hätte vorher bekommen können. So, jetzt haben wir hier natürlich... Alter. Das ist nicht... Aber hey, ich habe endlich mal ein Pogo-Puschel. Scheuert ein Pogo-Puschel endlich mal. Wow, ich bekomme zwei Bonbons. Eigentlich wollte ich das in Kombination machen, aber ist in Ordnung. Ah, Erfahrungspunkte sammeln. Schnell. So. Die geben nämlich gute Erfahrungspunkte, weil wir jetzt halt schon ein bisschen weiter weg sind. Hallo, ich bin Dana und komme aus Gut.
bist du auch hier, um einen der Weisen zu treffen? Wow, du hast aber süße Ohren. Wir sind füreinander bestimmt. Entschuldige, aber ich rede nicht mit dir. Was ist ein Weiser? Der Weise, der hier in der Nähe sein soll, wird Gaia, die Erde, genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht nach der Wahrheit fragen sollte. Halt, da war eine Kiste. Zurück. Moment. Sie ist weg. Ha. Beutelratten. Oh. Der gefällt mir. Der hat jetzt gerade mal richtig schön reingehauen. Es gab 252 Erfahrungspunkte. Na, so möchte ich das auch sehen. Oh, lass mich die Erfahrungspunkte. Du bist nicht mein fester Begleiter. Also einer hat 14 Erfahrungspunkte gebracht. Ist in Ordnung. Nein. Alter, ihr Nervensägen. So. Den haben wir auch. Sind das die Banditen? Hey, hey, her mit der Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach ja, ach ja, 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 ja. Diese Keller haben nur Geld im Kopf. Ich kann sie nicht ausstehen. Meister, gib diesen Abschaum Saures. Ach, wen haben wir denn da? Den allerersten Boss aus Secret of Mana. Bleib stehen. Danke. Der kippt jedenfalls cool um. Nein, 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 nein. Nimm mir nicht meine Erfahrungspunkte weg. Wundervoll. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, du bist echt was Besonderes. Ich mach dich reich. Warte kurz. Ein Eisentopf, ein Grünknödel, Küchlein, ein Taco-Käfer. Normalerweise nehme ich dafür 3000 Lucre, aber dir überlasse ich sie für 300. Oh, nimm auch das hier noch. Warum blickst du so finster drein? Wie wär's mit einem Lächeln? Zeig der Welt, dass du glücklich bist. Ich bin schließlich Händler. Ich will meine Kunden glücklich machen. Ich genieße das Leben und das solltest du auch. Also mach's gut. Lächeln. Nikolos ungewöhnliche Geschäfte. Okay, es war immer noch nicht die die Obstprophetin, wo ich mir jetzt gerade danke. Also ich denke mir jetzt gerade, ich wurde voll über den Tisch gezogen. Statt 3000 Lucre bekomme ich einen Topf, einen Deckel, keine Ahnung. Küchenutensilien. Wahrscheinlich vielleicht 5 Lucre wert gewesen wären. Das ist aber immer noch, ich habe keine Obstprophetin gefunden. Geldgierig, ja, das ist er definitiv.
keine Informationen zur Obstprophetin, gar nichts. Ich weiß auch nicht, wann ist hier ein Tag vorbei? Wann kann ich hier den füttern? Wann schlüpft das Ei? Ich habe ja gar keine Informationen. Oh! Ein Pogo-Puschel! Gib dem Tier einen Namen. Tierei? Ernsthaft? Auto. Mümmler? So, jetzt müssen wir noch draußen grasen sehen, oder? Ha, da ist er! Unser eigener Mümmler. Mümmler ist ohne besondere Persönlichkeit. Folgt der mir? Tatsache, der folgt mir. Cool. Aber dann haben wir für das nächste Mal einen Begleiter, den Mümmler. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.